Willkommen und willkommen zurück hier bei Syndicate auf meinem Kanal des Knackerswelten. Wir sind dabei, Nordamerika vom Norden her langsam zu beglücken und zu befrieden. Wir haben uns das letzte Mal mit Grönland begnügt. Das heißt, Grönland, das steht da. Und jetzt wollen wir mal ins sonnige Kalifornien gehen. Das eigentlich da sein sollte. Wir hinterfragen das nicht. Kalifornien, auf geht's. Personal anwerben. Okay, das können wir gut. Dr. Cloudwell hat sichtbare und wichtige Fortschritte auf dem Feld der chemischen Kriegsführung gemacht. Und darum wäre er fantastisch für unsere Firma. Wir werden mal seinen Arbeitsplatz aussuchen und ihn direkt von dort zu uns bringen. Natürlich wären andere wahrscheinlich nicht sehr glücklich. Wir werden ihn trotzdem überzeugen, das zu machen. Gut. City Update. Die chemische Fabrik, in der Doktor arbeitet, ist im Südosten. Noch mehr Infos. Verteidigungsupdate. Es wird geglaubt, dass der Doktor sich bewusst ist dessen und er möchte da aber längere Zeit arbeiten. Darum hat er Bodyguards. Das finde ich nicht so gut. Okay, wir sind erstaunlicherweise mal hier wieder im Ausstattungsbildschirm. Deswegen nämlich, weil ich glaube, dass wir das zum Beispiel nicht brauchen. Ich möchte mehr Waffen haben. Wir haben in der letzten Folge viel verballert. Und ich denke, wir brauchen davon eventuell mehr. Ich habe bisher nur einmal oder zweimal die Health-Pakete gebraucht. Und bin deswegen auch nicht sicher, ob wir die wirklich brauchen können. Können wir noch irgendwas anderes schönes Waffenmäßiges kaufen? Ich könnte noch mehr Scharfschützendinger kaufen. Könnte auch einen Laser dazu packen. Wollt ihr alle einen Laser haben? Der ist aber sehr endgültig. Da bleibt nichts über. Ich packe euch erstmal so einen dazu, ja? Das machen wir bei allen. Nachladen, nachladen. Weg. Und ein langreichweiten Totschießgewehr. Kaufen. Nachladen. Nachladen. Weg damit. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen dummen Aufweis dabei hatte. Ich habe das nirgends irgendwo brauchen können. Wahrscheinlich weiß keiner genau, wozu der gut ist. Und der ist einfach im Spiel gewesen, weil sie es vergessen haben, rauszunehmen oder so. Kann mir gar nicht anders vorstellen. Nachladen. Nachladen. Verkaufen. Häufen. Wir sind bereit. Wunderschön hier zu sein. Nicht wahr, Freunde? Hallo. Wir haben schöne Kekse. Alle mögen das. Da habe ich mich nicht getäuscht, wie es aussieht. Okay, wir gucken uns mal um. Da ist irgend so ein Ausgang. Irgendwohin. Unser Pingomat sagt uns, dass wir da unten nachsehen sollten. Die chemische Fabrik könnte das hier sein. Ich weiß aber nicht, wer Dr. Cloudwell ist. Ist es der Typ? Ist es die Typin? Oder ist Dr. Cloudwell vielleicht in den Gebäuden? Müssen wir mal schauen, du. Ja, das ist der Plan. Wir schauen, tun. Und schauen. So, den machen wir wieder mal aus. Ich wollte nur genug Leute angeworben haben, um später eventuell... Hey. Kaum passen wir mal nicht auf, schießen sie alle wieder tot. So sind meine Agenten. Immer schnell mit der Waffe dabei. Leute, lasst das bleiben. Wir nehmen die handelsübliche Minigun. Wie sie alle hier mit der Waffe rumrennen, ne? Und suchen nach Agenten. Das ist der eigentliche Grund, warum ich so viele hier überzeugt habe, damit ich auch die eventuell auf meine Seite bringe. Geht nicht mehr, wenn sie tot sind. Ist schwierig, okay. Komme ich denn in diese Fabrik ohne? Hi. Ohne, dass ich ein Auto brauche? Scheinbar ja. Sagen da mal Hallo. Gute Gegend. Hey, Freund. Bum, bum, bum. Warum? Komm doch mit. So, wir haben genug Bodyguards für unseren schützenswerten Doktor dabei, denke ich. Bist du ein Freund? Alle sind meine Freunde.
Da kommen noch zwei. Aber langsam, die haben Zeit. Denken sich, gefundenes Fressen. Die sind da hinter dem Dingens. Okay, jetzt reicht's aber hin. Wir rennen da runter. Wir werden nun Personal anwerben. Hier ist der Eingang, denke ich. Sammeln. Halt, ich möchte diesen Wagen anhalten. Habe ich getan. Lord, ihr müsst ich unbedingt mitschießen, wenn ich hier was mache, ne? ich dachte, ihr könnt gleich einen guten Doktor schneller herausbringen. Entschuldigung. Das war nicht ganz meine Absicht. Hallo. Guter Herr, Frau Doktor. Du hast eine starke Fernschusswaffe dabei. Das ist der Doktor. Der da. Erschieß ihn doch nicht. Oh. Meine Güte. Du sollst nicht die Leute erschießen, die du eigentlich bewachen sollst. Das ist nicht dein Job. Und so, sammelt euch bitte mal auf irgendeine Weise da. Meine Spezialisten hängen wir unten fest, ne? Weil sie dumm sind. Leute, mein Punkt ist immer noch angesagt hier. Nicht da im Haus. Habt ihr verstanden, ne? Okay. Dort hoch, alle. Ist manchmal nicht so einfach. Müssen ihre eigenen Füße suchen und so. Ich würde da mitfahren, gerne. Da mitfahren, gerne. Hi. Okay, dann gehen wir brav, alle gemeinsam, nachdem wir uns da gesammelt haben. Ich muss mal darauf achten, dass alle mitkommen. Den Weg entlang. Und dann sammeln wir uns da. Er geht nicht irgendwo anders hin. Geht nicht über Rot. Geht nicht über Los. Zieht nicht 4000 Credits ein. Wer ist denn das? Agenten, Angriffsposition. Schnell. Feindlicher Agent gesehen. Tach. Hier, schnell. Kaffee und Kuchen. Oh, was für knapp. Wollte schon sagen, ich bin ein schlechter Gast. Wir sammeln uns da. Ich habe gerade Angst wegen den ganzen vielen Karren, die herumfahren. Ich habe Angst, dass meine Leute überfahren werden. Wo ich sie doch wahrscheinlich noch brauche. Muss ich hier rausfahren? Okay, wir brauchen ein stehendes... Ach, das da. Das ist gut. Sammeln. In diesem Fahrzeug. Keine Sorge, wenn wir ein bisschen zusammenrücken, dann passen wir da rein. Luft... Bauch einziehen, Luft rauslassen. Ist der Platz für der kleinsten Hütte. Ja, ich guck mal kurz weg, damit ihr schneller laufen könnt. Da, sie kommen angelaufen. Eine gewaltige Masse. Na, 50 Leute. Ich passt in diesen geräumigen Familienwagen hinein. Ein Ding. Der da auch. Der freut sich auch dabei zu sein jetzt. Okay, wir nehmen alle mit. Dahin. Wo fahren wir denn? Da sind wir. Dussel. Da oben hoch. Das ist der Weg, den ihr gehen müsst. Aus Versehen jemand mitgenommen. Ungünstig. Aussteigen. Raus. Richtungsstrahler. Könnte es gerade nicht leisten, dass hier meine Karre springt. Okay, rein. Das war unerwartet, aber trotzdem kein Problem. Nochmal. Oder auch so.
Waffen weg. Einsteigen. Einsteigen. Rausfahren. Ist manchmal nicht so einfach hier. Ich meine, oh. Wir haben wohl doch ein, zwei Passagiere dabei, die nicht noch mehr Platz machen wollten. Du fährst sofort da hoch. Yes. Geschafft. Kann irgendwer mein Bein finden hier? Das ist so eng. Immer getroffen. Natürlich. So, die Beifahrersteuer runter auf 25%. Und da gucken wir mal, wohin gehen können. In die Rockies. Da gibt es schöne Berge, habe ich gehört. So, angreifen und retten. Zwei unserer Firmenfreunde wurden leider gegen ihren Willen vom Militär geschnappt und werden in einer Farm festgehalten. Wir müssen das ändern. Wir gehen dahin und holen die raus. Wir müssen sie übrigens überzeugen, mitzukommen. Denn die sind bestimmt sehr verängstigt und haben Angst. Tagesupdate. Die Firma mag es nicht, dass wir kommen. Okay. Schön, wieder hier zu sein. Okay. Eine interessante Gegend. Das sind also Farmgebäude, ja? Ich erkenne es wieder. Okay. Ja. Ja. Das sieht sehr farmig aus. Die Hühnchen und anderen Kühe sind da drin. Als Püree. Ja, okay. Schalten wir auf die um. Wahrscheinlich noch nicht mal den Minigun für. Da, la, 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 la. Guten schönen Tag. Was habt ihr dabei? Uzis nur. Ich hatte einen Minigun, das ist wichtig. Den kann ich mir vielleicht mal später holen, wenn ich einen brauchen sollte, was ich nicht tue. Okay, rein da. La, 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 la. Da war jemand. Na, ihr schönen Farmersburschen? Kommt ihr denn da rein und raus? Ach, gar nicht. Verstehe. Hi. Na, ihr? Flop, flop. Wer ist da? Das Syndikat. Sie hatten keine Chance. Guck mal, Leute sind ganz verwirrt, hä? Wo ist jetzt die Arbeit? Ja, kann ich nicht genau sagen. Uzis Flammenwerfer, Minigun und ein zerstörtes Auto. Okay. Da war ein zerstörtes Auto irgendwo. Ach, das meinen die. Da muss ich vielleicht ein bisschen zärtlicher sein oder unauffälliger. Wir haben den Laser. Schade. Okay, der Laser ist wirklich super schnell leer, was? Ich habe die Theorie, dass ich die Autos brauchte. Kann aber nicht sagen, ob das stimmt. Hi. Zeugen Personen sind da drin. Da ist noch ein Auto, falls ich eins brauche. Aus Grund XY. Uzi, 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 Uzi. Wir warten ja vorne einfach, ne? Da kommt noch ein zweiter Trupp. Okay. Wir schauen uns einmal, guck. Ist nichts weiter auszumachen. Der zählt nicht als Person. Okay, jetzt der schlimme Teil. Autofahren wahrscheinlich. Wo sind wir? Ach da. Hi.
Ja, war doch gerade noch. Dachte ich, irgendwas. Na gut, ich irrte mich. Hallo. Ja, ich freue mich auch, euch zu sehen. So, ihr 2 bis 4, kommt mal mit. Wir möchten jetzt Auto fahren. Wahrscheinlich. So, das haben wir sehr erfolgreich und gut aussehend gemacht. Wir fahren jetzt mal da so hoch, Fragezeichen. Es geht ab. Man hört es nicht, das sind diese neuartigen Elektroautos. Die freuen sich auch, alle uns zu sehen. Guck, wenn die Doktoren mit uns mitfahren, müssen wir gute Menschen sein. Und das sind wir auch. Muss ich hier rein? Nein, ich muss hier vorbei. Okay. Da lang. Eine kurze Drehung da drin. Weiterfahren da drin. Hi. Kommst du mit? Gut. Wir müssen irgendwo dahin, wie es aussieht. Kriegen wir das hin? Kriegen wir hin. Miau. Nehmt uns mit? Niemals. Das können wir wieder auf Normalwerte setzen hier, weil das hat jetzt keinen Belang gerade mehr, wenn wir hier im Auto sind. Ja, wie gesagt, Autofahren ist schwierig. Kann nicht jeder. Da hoch. Da, 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 und nicht im Kreis. Du bist zu doof zum Autofahren. Bitte lass das doch mal sein. Du bist zu doof zum Autofahren. Das ist nicht fein. Da hoch. Hier hin. Genau, das ist die Sache mit dem nicht da lang fahren. Ja. Dann da lang. Und daher lang. Streck dir mal aus. Hier kann es irgendwo sein, wo wir hin müssen. Da ist ein Kreis. Kreise sind gut. Sehen gut aus. Ich mag Kreise. Hinein. Krass. Ja, geschafft. Wer möchte noch mit? Okay, wir nehmen doch mal Leute mit. 100% akkurat. Vom Monatsgehalt muss man jetzt bei uns nur noch 25% an die GEZ zahlen. Und ich danke euch fürs Zusehen. Nächstes Mal gönnen wir uns ein anderes Land. Im Mittleren Westen dürfen wir noch nicht, wie es aussieht. Doch, Neufundland geht. Das da geht auch, Neuengland. Im Mittleren Westen, da dürfen wir noch nicht ran. Komisch. Okay. Wir werden eventuell nach Colorado gehen oder in die Südstaaten. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Euer Nussknacker. Bye, bye.